Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge, die zwei vom Bau, zusammen mit Steve Mörtel. Moin! Der Steve ist noch auf der Baustelle unterwegs. Ich habe hier vom Mechaniker den Bagger festmachen lassen, habe mir in der Zwischenzeit ein Bierchen gegönnt. Und ja, jetzt fahren wir an die Tankstelle, machen das Baggerlein voll und dann geht's weiter. Ja, richtig spannend hier. Du wirst staunen, wenn du zur Baustelle kommst. Und das wird das nächste unser, sag ich dir, du. Muss ich mal schauen. Ich bin doch da an der Tankstelle vorbeigefahren, oder? Mich doch. Gibt es hier keine Tankstellen oder was? Also gut. Also im Umkreis von 500 Metern um die Baustelle gibt es keine einzige Tankstelle. Oha. So, wo ist denn die andere Betonröhre? Oh, endlich mal ein Auto, das Gaspedal gefunden hat. Da hinten liegt sie. Wow. Hier kann man Tankstellen einfach nicht bauen, oder? Seid ihr bescheuert? Alter, nee, oder? Was? Ich habe... Ey, ganz ehrlich. Du kannst dir das nicht vorstellen. Du weißt doch diese Betonröhre, die wir geholt haben. Ja. Mhm. Die habe ich jetzt alle schön umtransportiert und habe die auf die dafür vorgesehenen Flächen gesetzt. Aber so, ja, auch so. Kaum sind alle da. Warte mal. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Kaum sind die drin, liefert der vom Baustoffhandel 16 neue Rohre. Lol. Lol, das habe ich auch gerade gedacht. Jetzt kannst du schön die 16 Rohre da unten einzeln in diesen Kanal legen. So, was fehlt hier denn eigentlich noch? Da muss da auch noch irgendwas hin. Das mache ich jetzt. Also, boah, nee, Leute, du. Da musst du ja arbeiten.
Geht ja gar nicht. Und ich wette dir, mit den PVC-Rohren wird das Gleiche passieren. Kaum hast du die Dinger drin, liefert der dir die nächsten. Auch gut möglich. Naja, sehen wir gleich. So viel Arbeit. Ich meine, mir war ja klar, dass ich arbeiten muss, aber so viel war noch nicht geplant, du. Macht gar nichts, wenn du mal ein bisschen arbeitest. Ich bin der Chef, ich muss nicht arbeiten. Auch der Chef muss mit anpacken. Wir sind bloß ein Zwei-Mann-Betrieb, da muss der Chef natürlich mit anpacken. Es sei denn, du stellst neue Leute ein, dann kann es sein, dass der nicht mit anpacken muss. Oh. Will ja keiner mehr machen, das ist ja mal das Problem. Das ist ja das Problem. Hör mal, ich hab grün, du Opfer. Außerdem habe ich wesentlich mehr Gewicht als du. Ist schon dreist, ey. Er fährst über grüne Ampel und da zieht der andere bei rot drüber, verstehst? Ja. Ist ja nicht so, dass ich hier mal eben so einen Bagger auf der Plattform hinten hab, ne? Ach, da ist ja der Händler. Bin ich ja gleich da. Ach, ist das eine Plackerei. Machen wir mal die ganze Transportsicherungsscheiße weg. Dann noch. Oh, oh. Was ist das? Was ist das, Chef? Was? Was hast du da? Habe ich gemietet. Aber so einen kriegen wir. Sag ich dir. Eckerwerbel. Geil, auch. Scheiß. Wolltest du auch mal? Ah, nee, du. Du bist gerade so schön im Flow.
Mal, war der Graben vorher auch schon so? Ich weiß nicht. Kommt mir alles ein bisschen merkwürdig vor hier. Vor allem, dass sie die ganzen Rohre hier hinschmeißen, das ist ja schon... Du musst das Rohr drehen. Das geht so nicht. Das geht. Nein, das geht so nur kaputt. Du musst es drehen. Egal, ist nicht mein Rohr. Ja, weiß, sehr schön. Sehr schön hast du es gemacht. Ja, sag ich doch. Ich kann das. Was muss eigentlich mit diesen PVC-Rohren gemacht werden? Die habe ich da hinten auch schon hingeladen. Oh, keine Ahnung. Aber sag mal, einen kleineren... einen kleineren Mobilgranat vergeben, oder? Doch, aber ich weiß nicht, ob der bis da hinten hingekommen wäre. Ja, wahrscheinlich nicht. Deswegen habe ich mir gedacht, ich nehme lieber den hier, bevor wir dann zwei mieten. Warte mal, du musst... Ja, zwei wär schon nice, weil dann könnte ich nämlich auch was machen. Sind bestimmt bald pleite. Ja, das sowieso. Komme ich da nicht hoch, weil ich viel zu fett bin. Gib doch. Mir gleich sagen können, dass ich den Bagger nicht bringen brauche. Na, kannst du die mit dem Bagger nicht auch da reinlegen? Oh. Weil ich. Nee, weil ich da wahrscheinlich nicht nah genug rankomme. Ah. Aber ich probiere es mal. Da ist er wenigstens noch mal sonst da. Ich versuche mal mein Glück, ja? Ja. Junge, das ist aber auch eine Friemelei hier, du. Kerl, ich habe schon so viele Rohre verlegt, du. Stimmt bald wieder Feierabend. Hey, da freue ich mich schon drauf. Ich denk doch auch bloß ans Feierabend machen. Unfassbar. Hey. Ach, wie das funktioniert. Das gefällt mir richtig gut, du.
wir mal schauen, ob wir da eins verlegen können. Gemisch. Ach ja. Boah, wir sind richtig gut, wa? Bald Profis, ne? Bald fertig, du. Der Mörtel wird immer besser. Dann halt Profis. Also ich sehe die Baugruppe nicht ein. Okay. Ach, jetzt mal auf gut Glück, ne? Weiß nicht, wie es bei dir ist, vom Sichtbereich her. Weiß nicht, ich müsste eigentlich mal gucken. Ich weiß ja gar nicht, wie das. Wo sitze ich denn überhaupt? Da sitze ich. Also was den Sichtbereich angeht, tatsächlich sehe ich die Baugrube auch näher ein. Also, da muss ich die Kamera oben am Ausleger anmachen. Aber nochmal, der Bagger hat doch auch eine Kamera am Ausleger, oder? Ah, tatsächlich. Ja, so wird es besser. Tatsächlich. So wird's. Aber wie es weitergeht, sehen wir dann in der nächsten Folge, hätte ich gesagt. Ja. Dann seid ihr hoffentlich wieder mit dabei. Genau, schaut beim Steve Mörtel vorbei. Lasst ein Like oder ein Abo da oder einen netten Kommi. Freuen wir uns immer ganz besonders. Und dann hätte ich gesagt, tschüss, tschüss und ciao. Ja, bis dahin. Tschüssi.